Hallo Leute, hier ist wieder euer David und heute machen wir einmal wieder was ganz Einfaches und was Schnelles. Denn heute geht es um ein einfaches Shirt mit so einer netten Schleife oben dran. Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen auch direkt an. Die Materialliste findest du wie immer unter diesem Video und los geht's. Also, wir müssen uns erstmal ausmessen. Und zwar fangen wir an, einmal den Brustumfang auszumessen. Also wirklich einmal oben ganz rum messen. Und um dieses Maß jetzt aufzuzeichnen, musst du deinen Brustumfang durch zwei teilen. Und das, was da rauskommt, zeichnest du einmal auf. Also zum Beispiel, wenn du einen Brustumfang von 100 cm ausgemessen hast, nimmst du davon die Hälfte, das wären dann ja 50 cm, und diese 50 cm zeichnest du auf. Als nächstes messen wir unsere Oberkörperlänge aus. Und diese zeichnen wir direkt auf, ohne das durch 2 zu teilen. Hier zeichnen wir auch direkt an die Brustweite dran. Wenn du jetzt nicht Jersey-Stoff genommen hast, sondern Baumwollstoff, würde ich dir noch raten, dein Becken auszumessen. Also hier auch wieder den Umfang messen, das Ganze wieder durch 2 teilen und aufzeichnen. Sobald du das hast, zeichnest du noch an den Seiten und an dem Becken eine Nahtzugabe von 1 cm. Und oben an der Brust zeichnest du einen 2 cm Rand, denn dort ziehen wir hinterher das Saturnband durch. Danach schneidest du das Ganze noch aus und fertig ist dein maßgeschneidertes Schnittmuster. So, als nächstes legst du deinen Stoff doppelt und fixierst deine Schnittmuster auf deinen Stoff und schneidest aus. So, nun versäubern wir alle Kanten. Das kannst du wie immer mit einer Overlock machen. Oder falls du keine Overlock hast, kannst du auch deine Nähmaschine nehmen und mit einem Zickzackstich versäubern. Ja, da wir als Menschen für gewöhnlich auch Arme haben, müssen wir uns jetzt noch die Stelle markieren, wo unsere Arme hinterher durchkommen. Hierzu misst du von der Schulter bis unter die Achsel und zählst noch ungefähr 4 bis 5 cm hinzu, damit wir auch genügend Armfreiheit haben. So, das was du jetzt gemessen hast, markierst du oben auf einen der beiden Stoffteile. Nun legst du deine beiden Stoffteile rechts auf rechts und nähst links und rechts bis zu der Markierung zusammen. Als nächstes klappen wir den unteren Teil um 1 cm nach innen und nähen fest. Das gleiche machst du jetzt an der Stelle, wo die Ärmel hinterher sind. Hier auch einfach um 1 cm umklappen und festnähen. Jetzt kommt der obere Teil, wo wir das Saturnband durchziehen. Hier klappen wir um 2 cm um und nähen fest. Das mit den 2 cm Umklappen machen wir dann natürlich an beiden Kanten. So, jetzt schnappst du dir deine Stricknadeln oder ähnliches und ziehst das Saturnband vorne und hinten durch den Saum. Dann kannst du beide Saturnenden noch zu einer Schleife zusammenbinden und gegebenenfalls sogar festnähen. Und fertig ist dein Shirt. Das war ja mal wirklich ganz einfach, oder?
Ich finde, das Gute dabei ist, man kann den Schnitt ja wirklich für jeden anpassen, egal ob Kind oder Erwachsener, einfach ausmessen, zusammennähen und fertig. Ja, ich hoffe, du hattest wieder viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer David.